Und jetzt zum Morgen gibt's einen Smoothie. Und jetzt gibt es wieder Jackfrucht. Das ist die Jackfrucht, die mir die Ming zur Verfügung gestellt hat, die sie mir geschenkt hat. Wir haben die gestern gemeinsam geschlachtet. Das Video wird auch bald kommen, wie man eine Jackfrucht öffnet, wer sich solche exotischen Leckereien mal kaufen möchte. Und ja, das sind sozusagen die Reste. Und ja, es ist mega lecker. Im Gegensatz zu Durian ist die Jackfrucht wirklich sehr, sehr lecker. Und ja, jetzt werde ich sozusagen wieder mich da köstlich laben können. Und an der Stelle nochmal danke Ming. Wunderbar. Und zum Abend gab es noch eine Schüssel gekeimte Süßle. Und zum Morgen gibt es einen Smoothie. Und jetzt gibt es einen großen Blumenkohl, Paprika, Tomate, Zwiebel und Olivensalat mit Kakis und mit allerlei Zeug. Und jetzt gibt es 5 Kakis. So, ich gehe jetzt ins Bad und in die Sauna und zu essen nehme ich hier 3 Kaki mit. Und hier, das sind Tomaten und darunter sind diese Süßlupinsprossen. Und ja, da hoffe ich, dass ich so halbwegs durch den Tag komme. Jetzt werde ich noch früh noch einen Smoothie trinken, vielleicht den auch noch aufnehmen. Und ja, und dann mal abends schauen, wird es dann wahrscheinlich das als Abendbrot geben bei mir. Und jetzt gibt es, wie schon gesagt, noch einen Smoothie. Und zum Ende der Woche gibt es noch einen Mix aus verschiedenen Sachen beim Chinesen. Da sind Nudeln, ohne Ei wurde mir gesagt, dann Gemüse, und also gebackenes Gemüse und Tofu und Spinat. Und dann haben wir unten noch normales Gemüse. Und das lasse ich mir jetzt schmecken. Und jetzt gibt es einen Smoothie. So, und jetzt Abend und jetzt abends gibt's es ist Silvester und für mich gibt's hier Nudeln, also Zucchini-Nudeln und Gurkennudeln, und jetzt ein anderes. Der nächste ist ja einen Obstsalat, der nächste ist ebenso die Nudeln und Erde, und dann der dritte ist hier Tofu-Wurst mit, was ist das eigentlich? Sojabohnen-Nudeln. Sojabohnen-Sudeln und Zudeln. Es wird gesudelt und genudelt, das ist sozusagen unser Silvesteressen hier. Chiara, hast du gute Laune? Ja. Gut. Weiter geht's. Das ist der. Das ist ein Kuchen, den hat die liebe Min gemacht. Ich blende auch mal die liebe Min ein, das ist sie. Und sie hat den Kuchen improvisiert aus einer Jackfrucht. Und deswegen ist es ein Jackfrucht-Kuchen. Mit Schokolade. Mit Schokolade, mit Schokoladenstreuseln. Und das schmeckt wirklich verdammt gut. Und wenn ich es noch nicht getan habe, verlinke ich ihre grandiose Webseite unten in der Infobox. Und da findet ihr wirklich tolle Rezepte.